willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr. Heute ist Bombenwetter und wir frühstücken jetzt gleich noch hier draußen an Deck. Es sind 0 Grad und dann geht's an die Bootsprojekte. Wir freuen uns schon, weil wir wollen ja bald wieder starten. Deshalb, ab geht's, Marlene. Fertig gefrühstückt. Aber dann hast du mir eine Frage gestellt. Das hat mich die hat sich völlig aus der Hand gebracht. Okay, ich mach nochmal, ja? Okay. Was steht jetzt an? Du wolltest es schon wieder sagen. Ja, ich würde sagen. Okay. Ja, weil du hast ja, so lange ich stell dir keine Frage. Ja, ja, ja. Fertig gefrühstückt. Jetzt beschäftigen wir uns mit unserer Segelleiter. Die haben wir nicht ganz reingeschoben bekommen. Aber da war ich auch allein am Werk und jetzt hoffe ich, mit Marlins Hilfe geht's besser. Also. Ja. Die Segelleiter ist drin. Wir haben jetzt auch den Fehler gefunden. Die Segelleiter war falsch rum da drin. Das heißt, die hat ein dickeres Ende und ein ganz schmales Ende. Das wusste ich aber natürlich nicht. Und jetzt haben wir die auch umgedreht und jetzt passt die viel, viel besser da rein. Also gar kein Thema mehr. Steht voll gut, ja. Guten Morgen, nächster Tag. Wir waren gestern noch gut fleißig und haben noch eine kleine Sache entdeckt und natürlich auch noch die Sonne gestern genossen. Heute ist es wieder super, super kalt und windig und grau. Und wir haben gestern noch entdeckt, dass der, das nennt man übrigens Limmelbeschlag, dieser Beschlag beim Baum, wo das zum Mast geht, den empfinden wir als nicht ganz so sicher. Der ist irgendwie so kurz und ja, den wollen wir neu machen. Deswegen müssen wir den alten jetzt rausmachen. Dafür darf der Baum nicht unter Last stehen. Ich heb den an und Anna zieht den Bolzen raus. So sollte das funktionieren. So, ich halte jetzt gerade den Baum und der Schraubenzieher steckt drin. Und Anna misst den Bolzen gerade aus. 1. Und der ganze Boah, der Wind drückt da voll gegen. Ist doch echt windig. Ne? So. Geschafft. Der Bolzen steckt wieder, wir haben alles ausgemessen. Jetzt geht's an die nächste Aufgabe. Marlene, was ist hier los? Wir sind ja reingegangen gerade nach dieser Baumgeschichte, nach dem Lümmelbeschlag. und dann dachte ich, ich repariere mal eben
den Wasserhahn, ja, Leute, die auf dem Boot wohnen oder die ein Boot haben, können sich denken, wie lange das dauert oder was da passiert. Wir brauchen einen neuen. Dieses Ding, das hätte man eigentlich, also das kann man eigentlich so abheben. Das ist ja der Hebel. Habe ich abgehoben, hatte ich das ganze Plastikstück mit in der Hand, weil das Kalkstück, das war stärker als das Plastik. Und es ist dann einfach so abgebrochen. Der hat geleckt, deswegen wollte ich den reparieren. Ja, der hat hier, ist es immer rausgeleckt. Genau. An der Kante. Genau. Und jetzt dachte ich halt, ich reinige den und mache Kalk weg, alles Mögliche, lege in Essig ein und dann haben wir morgen wie einen neuen Wasserhahn, aber leider nicht. Jetzt ist es kaputt gegangen. Ja, genau, ist kaputt gegangen. Ich glaube, eine neue also wir brauchen, wenn, eine neue Kartusche oder einen ganz neuen Hahn. Gucken, was günstiger ist und was es überhaupt gibt hier. Aber ja. Für eine neue Kartusche müsste man diese hier erstmal rausbekommen. Ah ja, und das ist so festgekalkt. Und das haben wir bisher noch nicht geschafft. Und man müsste es auch hier rausbekommen. Dieses Plastikding. Ja, das ist mal wieder so eine Mal-Eben-Werkbaustelle. Wir haben ja auch noch nicht genug Baustellen. Nö, da dachte ich, da fügen wir noch eine hinzu auf die Liste, die wir immer noch nicht abhaken können. Ja, oh, geil. Mann, und so viel Werkzeug habe ich gebraucht. So ein Scheiß, ey. Was ist das? Naja. Wird schon. Ja, wir machen uns da keinen Kopf. Du brauchst auf jeden Fall nach der Reise keine Ausbildung mehr. Sag nee, auf gar keinen Fall. Ich brauche dann gar nichts mehr. Dann bin ich bedient. Wir sind gerade von IKEA und Biltema zurückgekommen und haben uns einen neuen Wasserhahn zugelegt. Marlene ist gerade schon fleißig dabei, den anzuschrauben. Und... ja, bisher finde ich, sieht es richtig geil aus. Der ist jetzt ein bisschen ein anderes Modell. Tatsächlich haben wir auch noch ein bisschen anderen Stuff gekauft. Und zwar einen Rauchmelder, einen Wasseralarm für die Bilge und so ein paar Verstaukisten und sowas. Damit es hier nicht immer so wild aussieht. Aber jetzt gerade sieht es hier super wild aus. Als wäre eine Bombe eingeschlagen. Hier ist wieder Werkzeug. Wo ist Marlene? Unsere kleine Baustelle. Marlene da unter dem Tisch und schraubt den Wasserhahn an. Der übrigens so aussieht. Ey, weißt du was? Ich hab's angeschlossen. Ich hab's jetzt angeschlossen. Das müsste jetzt eigentlich gleich gehen. Ich mache jetzt den Filter ab und lasse das kurz durchlaufen, damit das nicht so eklig ist. Ja, krass. Voll fein, ne? Der verstopft bei uns ja sofort. Oh. Sieht einfach auf der Kamera so aus, als wäre das so ein Plastikdeckel. Also als wäre da einfach gar nicht. Ach so. Ein Filter. Ich mach die Pumpe an und dann. Du guckst unten, ob unten alles klar ist. Und ich schmeiß den jetzt an. Wenn die jetzt gleich aufhört zu pumpen, dann schmeiß ich den an. Echt? Ja, hier müsste eigentlich alles dicht sein. Jetzt und. Yes! Mit was? Ich hab's richtig angeschlossen. Mega, Alter, der hat voll Power. Okay, aber hier habe ich es auf jeden Fall dann eigentlich gut angeschlossen. Das ist Warmwasser, das oben, das kalt ist. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Guckt euch das nochmal an. Und da oben ist irgendwo dieses Ding. Ja, läuft. Ich bin ganz nicht stolz, ne? Gestern kaputt gemacht, heute schon wieder einen neuen eingebaut. Und einfach mal ohne Fehler oder so. Weißt du, es wird einfach funktioniert auf Anhieb. Das wäre geklemmt, ne? Ja. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn dieser Filter da drauf ist. Richtig ästhetisch. Da haben wir uns schon was Gutes geleistet. Und übrigens sind wir für solche Sachen wie diesen Tisch hier. Das ist so ein klappbarer Tisch, der ist eigentlich hier in der Wand von der Spüle. Kann man so ausklappen, hier reinschieben bei der Schublade von der Küche. Für sowas sind wir super dankbar, sowas hat Heiko hier noch eingebaut. Ja, und das sind solche Sachen, die baut die Werft nicht, sind aber super nützlich. Das ist zum Beispiel immer so der Werkeltisch.
Guten Morgen. Es ist schon wieder ein neuer Tag. Die Tage hier gehen so schnell rum. Wir waren heute Morgen schon beim Bahnhof in einer sehr geheimen Mission. Was wir vorhaben, werden wir euch auf jeden Fall noch erzählen. Wahrscheinlich im nächsten Video. Und Marlene ist danach noch zur Post gefahren, um ein Paket abzuholen. Das werden wir auf jeden Fall auch gleich filmen. Weil das Unboxing letztes Mal hat euch ja sehr gut gefallen. Oh, da ist sie schon wieder. Okay, hey. Na? Ich habe ein dickes, feines Paket dabei. Nice. Double Dress. Hallo. Nee. Willst du das auspacken? Ja. Weißt du schon, was da drauf ist? Ja. Ich auch. Ich glaube, damit übt man das. Boah, was? Hier sind die... Ich glaube, das ist das in klein als Modell, oder? Ja. True. Dann kann man so das durchgehen, das Manöver. Krass. Ey, was? Hier stehen einfach Anna und Marlene drauf. Ja, dann nimm mal. Ey, so cool. Einfach so kompakt, weißt du? Darum ist einfach dein ganzes Leben. Wisst ihr, was es ist? Rescue System von Catch and Live. Warum das? Ich kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen, oder? Ja, genau. Also, wie ihr wisst und wie auch viele uns schon geschrieben haben, ist ja das Thema über Bord gehen. Ja, es ist irgendwie wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht. Und tatsächlich haben wir sogar schon, bevor wir mit Hefe und Daddy losgefahren sind, uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie das ist, wenn man jemand wirklich von Bord geht. Natürlich ist das der Worst Case und sollte im Regelfall nicht passieren oder eigentlich nie. Ja, ich glaube, viele Nichtsegler wissen gar nicht, dass es eigentlich eine tödliche Gefahr ist. Die denken, man fliegt dann über Bord und schwimmt dann wieder hinten ran und geht wieder aufs Schiff. Ja. Ich glaube, viele sehen da die Gefahr nicht, aber es ist auf jeden Fall tödlich. Ja, und dann haben wir uns irgendwie versucht zu informieren und was es für Möglichkeiten gibt, was für Systeme, sich irgendwie über den Baum wieder hochziehen. Hinten über die Badeleiter bekommt man sowieso meistens nicht hin, dass jemand wieder an Bord kommt. Gerade wenn die Person nicht mehr unbedingt ganz zurechnungsfähig ist, vor allen Dingen keine Kraft mehr hat, wenn sie im kalten Wasser war. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, aber halt keine haben wir für gut befunden. Außer das System von Catch and Lift, was uns zu dem Zeitpunkt aber noch zu teuer war, beziehungsweise wir in ganz viele andere Dinge investiert haben und gedacht haben, okay, das kann auch noch später, können wir auch noch später uns drum kümmern. Und jetzt war es irgendwie im Winterlager an der Zeit, dass wir uns wirklich mal damit auseinandersetzen und haben uns jetzt final für Catch and Lift, also für das System, entschieden. Wir werden euch auf jeden Fall noch erläutern, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise im Sommer vielleicht sogar noch mal ein richtiges Video drehen, wo wir im warmen Wasser das Ganze mal durchspielen, oder? Also wenn ihr wollt, dass wir da mal so ein Video drüber reden, wie das Ganze funktioniert, dann machen wir das gerne. Wir würden das auch gerne einfach trainieren. Und das kann man sogar damit machen. Also es ist quasi immer wieder verwendbar, nicht wie eine Rettungsinsel oder so. Vielfaches Gelaber, wir sind auf jeden Fall happy, dass wir das jetzt hier haben dürfen. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Catch and Lift, die uns netterweise damit unterstützt haben. Und so haben wir uns einige Kosten gespart und können die woanders investieren. Das ist super klasse. Yes! Auch wenn man natürlich genau an der Stelle nie sparen sollte. Und da ist, glaube ich, kein System irgendwie zu teuer, wenn es am Ende dein Leben rettet. Aber ja, das ist das Einzige, was wir jetzt gut befunden haben. Wir werden es aber austesten, ob es wirklich so ist. Dann wollen wir es mal anbringen, oder? Das wird nämlich am Heckkorb angebracht. Anna bringt das jetzt gerade da an. Das soll eigentlich am Heckkorb sein, also komplett. Bei uns passt das leider nicht so ganz. Deswegen machen wir einfach einen Teil auf die Reling. Aber wenn wir das hier hin machen, dann ist da die Halterung von unserem Windgenerator und das Achterstab. Und dann kann man den Koffer nicht optimal rausziehen. Und in einer Nutzetürchen sollte das ja auf gar keinen Fall irgendwie blockiert sein. Das sollte man ja einfach rausklippen können. Ja, wir hoffen, dass es jetzt hier auch so geht. Und werden uns dann noch mal informieren. Bisher macht es aber einen sehr soliden Eindruck. Also das Gute ist, dass man hinten jetzt halt die Stange vom Heckkorb dagegen hält, sodass es nicht irgendwie schräg runterrutschen kann. Ja. Das ist, glaube ich, ganz... Also ich finde, das ist ein guter Platz. Was sagst du? Finde ich auch. Also, dass wir Backbord wollen, das hatten wir ja eh schon überlegt, ne? Ja, weil wir unser Großfall immer an Backbord anschlagen. Irgendwie hat sich das oder so... Abschreiben auch, ja. Und jetzt müssen wir nämlich noch diese Klemme... Daran zieht man die Person eben hoch.
Und das muss jetzt an einer Seite sozusagen festgemacht werden. Wir haben uns jetzt für Backbord entschieden, wegen des Großfalls. Und deshalb haben wir jetzt auch den Kasten an Backbord gehangen. Ja. Den Koffer. Deswegen schreibt uns eure Meinung dazu. Wir werden auf jeden Fall bei Catch and Lift nochmal nachfragen, die haben ja einen super Service, ob das so geeignet ist. Also machen wir jetzt die Klemme fest, ne? Ja. Das Geile ist, dass diese Anleitungen so easy sind und einfach nur mit Bildern. Das heißt, man kann sie in jeder Sprache verstehen. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ja, es ist wie so eine IKEA-Anleitung. Ja, true. So, man versteht es einfach direkt, wie das System funktioniert. Diese Dinger hier, seht ihr diese roten? Die darf man abmachen, also die tragen nicht irgendwie zur Gewährleistung bei oder so, dass man nur dann irgendwie Garantie hat oder dass das dann genutzt ist wie bei einer Rettungsinsel. Deswegen ist es richtig cool, also echt gut gemacht von denen. Und auch die haben noch so Handouts mitgeliefert, 4 Stück oder so. Das kannst du dann auch einfach deiner Crew geben und denen dann noch das erklären. Ja, wie das System funktioniert, oder? Ja, genau. Ja, okay, perfekt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was soll dieses Ding da, aber das erklären wir euch alles nochmal. Wir haben ja. Auch, dass wir das Catch-and-Lift-System nie benutzen müssen. Ja, wir hoffen, wir werden es nie brauchen. Meine Oma würde sagen, klopft dreimal auf Holz. Auf Teak oder was? Ja, ja, damit es auch wirklich so bleibt. Okay, ja. So, das reicht jetzt mit dem Arbeiten draußen. Es ist echt kalt. Ich erkläre euch kurz die Funktionsweise. Das ist auch einfach zu verstehen. Da ist so ein Haken drin, den klemmst du in die Klemme ein, die wir in den Wanden festgemacht haben oder am Ende des Baums. Dann wirft man die Leine über Bord. Das ist eine Schwimmleine. Fährt einen Kreis um den über Bord Gefallenen. Der piekt sich daran ein. Dann wirft man diesen Treibanker über Bord. Der ist nämlich mit der Leine zusammen befestigt. Der ist eingepackt in Zellulose, also löst sich in Sekundenschnelle auf die Verpackung, sodass der Anker dann sich ausweitet im Wasser. Der kriegt ja so viel Widerstand durch die Fahrt des Bootes und treibt so nach hinten weiter und wirkt so Kraft auf die Leine aus, die dann die Person erstmal ans Boot ranholt und dann auch hochzieht. Das heißt, man braucht gar keine körperliche Kraft, um die Person irgendwie an Deck zu hieven. Ja, das nur ganz kurz zur Funktionsweise. Wie gesagt, wir werden es bestimmt nochmal im Sommer austesten und trainieren. Genau. Und wir haben uns überlegt, wir wollen wieder so Q&A-Parts machen in jedem Video. So einfach 5 bis 8 Fragen ganz fix beantworten. Also wenn ihr jetzt Fragen habt an uns, dann schreibt die jetzt einfach mal in die Kommentare und dann beantworten wir die im nächsten Video. Dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Denkt ans Abonnieren.